Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum Spieltag 2 der IPL. Und zwar gegen den Timmy Forey, oder auch genannt Tim. Und ja, wir spielen gegen ihn und wir bringen mit ein Empoleon mit den Überresten 252 Def, 252 KP mit dem Siedewasser der Lichtkanone. Der Hidden Power Rock, also der Kraftreserve Gestein und dem und den Tarnsteinen. Einfach so ein normales Suicide, nicht Suicide, aber halt so ein normales Tarnstein-Set. Fand ich relativ gut und halt einfach noch HP Rock, weil wir gegen sehr viele Pokémon so eine HP Rock machen können. Zum Beispiel gegen den Megacross Y oder Austoss oder auch Entei. Also eigentlich gegen relativ alles. So, oder Kyurem Black, was er aber nicht mit dabei hat. Dann haben wir Golbat mit dabei, speziell defensiv, also 255 KP, 200, nee, ich habe irgendwie so 232 KP, 20 in die Init, glaube ich, um ein nicht in Init investiertes Rasaf zu outspeeden. Und halt der Rest in die Spätzdev und halt 4, ich glaube, in den Angriff. Mit dem Sturzflug, weil wir können mit dem Sturzflug relativ viel treffen, dem Auflockern als, ja, Auflockern halt, dass wir halt Pokémon halt auflockern können, also dass wir halt Pokémon so ein bisschen supporten können, denn ich habe auf Empoleon diesmal kein Auflockern, deshalb sollte Golbat her und auflockern. Mega, also und dann hat es noch Ruheort und Toxin. Ja, Toxin war jetzt nicht ganz so schlau, weil er nicht so viele Pokémon hat, die toxiniert werden können. Aber Ruheort zum bisschen Stallen, in Anführungsstrichen, kann man mal machen. Als nächstes haben wir dann Mega Aerodactyl. 252 in KP, 252 in Attack, 4 in Init. Mit einem harten Wesen. Warum wir 252 in Attack haben, in KP? Weil unser Mega Aerodactyl outspeedet auch ohne Init. Outspeedet ist alles aus seinem Team, wenn es nicht gescarft ist. Deshalb habe ich hier Full KP reingepackt. Und ja. Dann haben wir so unseren kleinen, wunderschönen Versucher nicht zu sweepen. Austoss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Raichu. Raichu ist hier sehr wichtig, weil es soll Austoss aufhalten zu sweepen. Denn wir haben dabei den Donnerblitz, den Voltwechsel, ja, halt gute Steps, den Surfer für zum Beispiel Entei oder Glurak Y. Aber da haben wir auch natürlich den Donnerblitz und den Voltwechsel. Und wir haben noch statt dem Mogelhieb habe ich den Ruckzuckhieb draufgepackt. Extra für Austoss, damit wir mit Donnerblitz viel Schaden machen können und damit Ruckzuckhieb revengen können. Das war sehr wichtig. Weil Austoss hätte sonst durch unser Team gehen können, deshalb musste ich Raichu einfach mitnehmen. Dann Karadonis. Karadonis hat ein relativ ausgebreites Moveset. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das hat. Ich glaube Zen-Kopfstoß, Steinhagel, Nahkampf und Abschlag. So gespeedcreep, dass wir einen Full-Init Necrozma outspeeden, was ich eigentlich auch so ein bisschen mit gerechnet habe. Ja. Mit dem Wahlband und mit der Robustheit, damit wir immer mal predicten können, dass Kyurem reinkommt und wir dann einen Nahkampf immer machen können, weil es, Nahkampf ist auf allem eigentlich relativ gut, es macht immer überall Damage und durch die Robustheit überleben wir halt auch einen Hit. Und dann haben wir noch als letztes Latios dabei. Latios ist gescarft, wie auch wieder auf ein Kyurem Black gespeedcreept. Oder halt, es ist auf ein Kyurem Black gespeedcreept mit dem Draco Meteor. Dem, ich glaube, Psychokinese, Donnerblitz und Spukball, I think. So sollte das Moveset sein. Ich hoffe es. Und ja, Timmy Forey hat dabei Mega Glurak Y, Austoss, Fortress, Flunkiefer, Entei und Bisaflor.
4 von 6 habe ich ungefähr predicted. Also ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass Austos mitkommt, dass Megaklorak Y mitkommt und dass Bisaflor mitkommt. Entei war ich mir auch so, ja, kann mitkommen. Habe ich mir gedacht, Kyurem Black muss mitkommen, weil es einfach so krass ist. Ist aber nicht mitgekommen und bei dem einen Slot, da hätte er alles irgendwie mitnehmen können. Ja, Kyurem Black ist nicht mehr dabei. Heißt, dafür hat er wahrscheinlich Walnut, also Fortress wahrscheinlich reingemacht. Und ich bin ein bisschen müde, tut mir leid. Und dann halt noch die gute alte Zahnspange. Aber ja, wir labern hier jetzt schon wieder ein bisschen rum. Fangen wir einfach mit dem Kampf an. Wir kämpfen gegen Temifuri. Ja, wir liegen, also er liegt hier mit dem Klorak. Und ich gehe hier einfach ganz, ganz safe in Scoutly, unserem Empoleon. Und ich bin hier einfach jetzt ganz, ganz safe erstmal auf die HP Rock gegangen. Weil ich dachte, komm, vielleicht predikt der erste Runde, obwohl man das eigentlich nicht sollte. Und ja. Er geht jetzt hier, wie gesagt, safe auf den Flammenwurf. Und ich habe gekalkt, der sollte nicht killen. Wie wir hier auch sehen, killt der ganz knapp nicht. Wir gehen hier auf die Kraftreserve Gestein. Und sie reicht fast aus, wegen dem Crit. ja. Und wie man vielleicht sieht, ich sacke schon wieder das Empoleon so richtig unnötig. Denn ich habe mir gedacht, komm, Empoleon brauchst du gar nicht mehr. Denn Kyurem Black ist nicht da und ja, kannst du eigentlich schon wegtun. Jetzt gehe ich in Agent Pipi, unser wunderschönes Raichu. Und Agent Pipi aus der Toilette kann hier jetzt erstmal schön einen Thunderbolt raushauen. Oder halt reswitchen. Und wir haben uns hier für den reswitch entschieden. Er geht jetzt erstmal in die Zahnspange, kann uns auf einen Ruf. Jetzt auf den Bedroher, wir kriegen Bedroher ab. Wir gehen hier auf den Voltwechsel, können hier viel Schaden machen. Gehen hier wieder raus, gehen in unser Steinfliegi. Wie wir hier sehen, es hat 187 KP mit Full HP. Das ist so geil. Und er geht jetzt hier auch raus. Jetzt kommen hier die Walnuss rein. Und wir mega entwickeln uns. Und wir gehen hier erstmal ganz, ganz safe aufs Erdbeben, weil ich muss erstmal safe spielen. Weil es kann sehr gefährlich werden. Und deshalb gehen wir hier jetzt erstmal ganz, ganz safe aufs Erdbeben. Machen der Walnuss ja gute 10%, 20, keine Ahnung. Durch die Überreste nur noch so 14%, sag mal es einfach mal so. Ich gehe jetzt hier raus, weil Mega Aerodactyl will nicht so gerne einen Gyro Ball in potenziellen fressen. Und gehe hier auf mein wunderschönes Agent Pipi. Und ja. Das Problem ist jetzt einfach, dieses Walnuss muss unbedingt irgendwie weg. Und was jetzt mein Problem ist, ich muss das irgendwie rauskriegen. Ich gehe jetzt hier auf den Voltwechsel. Dieser macht halt sehr, ja, guten Schaden. Ich muss jetzt hier raus und gehe hier auch raus. Und gehe jetzt in Alucard. Mein Golbat ist eigentlich ein relativ nices Pokémon. Warum das nur ungerade, warum das eine gerade KP-Anzahl hat, ich habe keine Ahnung. Aber naja, er geht jetzt erstmal raus in den Klorak. Und ja, der beste Play wäre wahrscheinlich hier gewesen, auf den Donnerblitz zu gehen. Weil hätten wir, wären wir drin geblieben, hätten wir entweder nicht gekillt und mit Donnerblitz hätten wir halt, mit dem Voltwechsel hätten wir halt uns halt nicht gegenhalten können. Ich meine, wir hätten halt den Blitzfänger-Boost bekommen. Aber hier geht er jetzt erstmal auf den Flammenwurf. Ich gehe hier auf den Ruheort. Jetzt geht er auf den Ruheort. Ja. Ist eigentlich relativ gut. Ich gehe hier auf den Sturzflug, weil ich dachte, komm, der macht ordentliche Prozente. Du machst jetzt einfach Schaden auf diesen Klorak. Und es war sehr, sehr guten Schaden. Ich glaube sogar mehr, als er sich heilt. Heißt also, wir können hier relativ guten Schaden machen. Klorak heilt sich hier jetzt nochmal. Und ja, man kann vielleicht sehen, dieses, also ich habe im ersten Moment gedacht, scheiße, ich bin so unfähig, ich krieg einfach gerade nicht gebacken,
irgendwie guten Schaden auf das Team zu machen, wo ich aber nicht gemerkt habe, dass ich einfach schon drei Pokémon relativ gut angehittet habe. Naja, Golbat stirbt jetzt erstmal hier durch den Flammenwurf von Kluwak und so können wir sagen, tschüss, Alucard. Jetzt gehen wir hier erstmal auf den Agent Pipi. Und Agent Pipi kann jetzt erstmal hier auf den Donnerblitz gehen. Ja. Warum bin ich die ganze Zeit so müde? Das ist irgendwie immer so, wenn ich aufnehme. Okay, jetzt kommt hier die Zahnspange rein. Zahnspange, hm. Und was jetzt meine Sache ist, ich muss hier auf den Donnerblitz gehen. Kann hier Zahnspange rausnehmen. Was sehr wichtig war, weil Zahnspange hätte noch gefährlich werden können. Ich habe das halt auch überhaupt nicht predicted. Bin ich ehrlich. Und jetzt geht er hier in Austausch. Und Austausch war mir klar, ich muss jetzt meine Vorbereitung machen. Donnerblitz kommt, hätte er vielleicht paaren können. Parat aber nicht. Er hat den Sash. Er geht auf den Hausbruch. Das ist jetzt auch keine irgendwie, ne? Er geht auf den Hausbruch. Jetzt wird es gefährlich. Denn jetzt ist die Frage, bin ich schneller? Und ich bin schneller mit dem Ruckzuckhieb und kann Austausch rausnehmen. Warum ich schneller bin? Ich denke mal, es liegt bei den Prio-Attacken meistens einfach generell um den Speedbase. Und weil ich ja auf ein Saat Y gespeedcreept war, also dann sozusagen 101 endet habe, wäre ich dann halt schneller als ein Austausch und konnte es halt so mit rausnehmen. Wenn er auf den Eischart gegangen ist, bin ich mir, also weiß ich ja nicht. Und er geht jetzt hier erstmal auf Mega Visa Floor, auf Visa Floor. Hier auf dem Wall Switch. Kann dem halt ein bisschen Schaden drücken. Und jetzt geht er hier auf den Z. Was kommt hier jetzt? Ich sehe hier, Initiative wird erhöht. Und es kommt der Z-Schlafpuder. Extrem krass. Denn ich hätte halt niemals damit gerechnet, dass sowas kommt. Das war schon eine relativ gute Vorbereitung. Und Haku Blaze, also mein schönes Latios, schläft. Matschbaum bekommt. Diese macht so um die... Ja, also es ist auf jeden Fall die nächste Matschbaum. Nimmt mein Haku Blaze raus, wenn ich nicht aufwache. Ich wache nicht auf und somit ist mein Haku Blaze down. Und tschüss, Haku Blaze. Ja. Jetzt ist das Problem, ich muss hier in Steinpflege gehen. Denn es kriegt halt jetzt ein bisschen, ne, Schaden. Aber Steinfliege ist jetzt ja sehr wichtig. Denn es kann hier jetzt alles so ziemlich gut, ja, Schaden machen. Er geht jetzt in die Walnuss. Das habe ich auch, ja, mehr oder weniger predicted. Aber ich weiß, ein Aeroas macht sehr viel. Wir können es auch damit two-hitten. Heißt, die Walnuss ist jetzt auch raus. Heißt, er steht jetzt dann 3-3. Und Mega Aerodactyl hat wieder mal einen Kill. Es ist momentan der Tabellenführer, also halt der Kill-Listenführer. Jetzt geht er hier in Glurak. Bei Glurak war ich mir nicht sicher, ob ich das auch speed. Aber dann habe ich nochmal nachgeguckt, okay. Wenn ich habe das Team vor einer Woche gebaut, okay. Ich wusste nichts mehr. Okay. Aber ich kann jetzt Glurak rausnehmen. Und jetzt geht er hier im Bisaflor und ich weiß, ich bin nicht schneller. Wie gesagt, ich wäre auch so nicht schneller, wenn ich vollendet wäre. Weil Bisaflor ist irgendwie bei einer 500, was weiß ich, Base. Und er hat gekalkt, der Gigasauger würde ausreichen. Aber dadurch, dass ich Full KB bin, reicht es nicht aus. Deshalb gehe ich jetzt hier ganz, ganz einfach auf einer Eoas, denn ich habe gekalkt, der reicht aus. Und der reicht auch aus. Und somit können wir Bisaflor rausnehmen. Jetzt ist eine Sache wichtig, er geht in Entei. Und was jetzt wichtig ist, ist matchentscheidend. Entweder ich treffe jetzt die Steinkante und gewinne 3-0, oder ich misse sie und ich verliere 1-0. Aber ich treffe sie und somit gewinnen wir 1-0 gegen Timmy. Okay, es wäre gar nicht mal so, okay, ich hätte halt noch, ne, aber auf jeden Fall GG. Krass geiles Match. War sehr spannend. Guckt auch nochmal die Sicht bei Timmy vorbei. Und ja, guckt auch noch bei den anderen Teilnehmern. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.